Zweite Bundesliga für den SV Sandhausen gab es gegen den VfL Bochum den zweiten Heimsieg hintereinander. Hier die Pressekonferenz. So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Sandhausen gegen den VfL Bochum. Zu meiner Linken unser Trainer Alois Schwarz, zu meiner Rechten der Gästetrainer Peter Neururer und der Gast hat immer das erste Wort bei uns. Von daher, Herr Neururer, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, vorweg Glückwunsch Sandhausen zum Sieg gegen uns zustande kommen. Mit Sicherheit kurios deshalb, weil wir ein Tor kassiert haben, ja im Prinzip mit dem Abpfiff ein Tor, gegen das wir uns nicht mehr haben wehren können. Aber im Prinzip muss ich davon ausgehen, dass diese Niederlage aufgrund der Summe von Möglichkeiten, die wir heute Sandhausen gegeben haben, zugelassen haben, diese Niederlage in Ordnung geht. Das Zustandekommen ist mehr als unglücklich. Aber irgendwo auch bezeichnen, auf den heutigen Tag bezogen. Denn wenn man in der Nachspielzeit 3 Minuten in Unterzahl viermal die Möglichkeit hat, in der gegnerischen Hälfte den Ball zu verteidigen, muss man nicht unbedingt mehr auf einen Siegtreffer ausgehen. Nicht so spielen, muss man auf Ballsicherung und auf Zeitsicherung bedacht sein. Denn wenn man so spielt wie wir heute, war die Wahrscheinlichkeit tendierte fast gen Null, dass wir hier ein Tor erzielen. Und dann noch das Entscheidende. Von daher erwarte ich bei einer Mannschaft, die so besetzt ist wie die unsere, ein bisschen mehr Cleverness. Von außen hat man da keinen Einfluss mehr. Ein bisschen mehr Cleverness und Abgebrühtheit, um dann solch einen Tag noch zumindest ergebnistechnisch in ein erträgliches Ende zu bringen. Was wir gespielt haben in der ersten Halbzeit, hatte mit dem VfL Bochum den Grundgedanken, die wir haben mit diesem Spiel in Verbindung, überhaupt nichts zu tun. Bis auf, also selten, dass ich das mache, oder fast ausschließlich noch nie gemacht, aber bis auf den Torhüter Andreas Lute und Slavo Freier hat kein Spieler nur annähernd Normalform erreicht. Und da kann man in Sandhausen nicht für Akzente setzen, möglicherweise noch gefährlich werden. In der zweiten Halbzeit wurde es ein ganz klein wenig besser, obwohl wir da immer noch nicht von gut reden dürfen, so dass ich, da wiederhole ich mich, dass ich sagen muss, diese Niederlage geht zustande kommen nochmal, unglücklich, aber aufgrund der ganzen Abläufe im Spiel absolut in Ordnung. Glückwunsch dafür. Dankeschön. Alois, der Puls wieder Normalpuls. Wie siehst du das Spiel oder wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal hallo alle zusammen. Ich kann dem Peter da nur beipflichten. Insgesamt denke ich, dass wir das Spiel auch verdient gewonnen haben durch die Vielzahl der Möglichkeiten. Wir haben heute etwa was versucht. Wir haben mit 2 Spitzen agiert, was wir sonst nie getan haben. Haben den David Ulm nach hinten genommen, um ein bisschen mehr Druck auf den Gegner zu kriegen. Das ist uns auch richtig gut gelungen. Wir hatten eine Vielzahl von Möglichkeiten überhalb der 90 Minuten. Dann kriegst du einen Elfmeter, den verschießt du, der Gegner ist nur noch zu zehnt. Dann ist es oft so, dass man Konzentriertheit nachlässt und vielleicht sogar noch einen fängst. So habe ich gedacht, komm, Mund abputzen. Vielleicht der Punkt dann, okay, gegen den VfL Bochum, die ja auswärts in Fürth, wo ich sie gesehen habe, sehr, sehr gut gespielt haben und gewonnen hatten. Dann war so eine kleine Eingebung noch, wo ich gedacht habe, der Adler, der war in der Woche über vorm Tor, im Training, sehr, sehr präsent. Hab gedacht, wenn wir da kein Tor machen, vielleicht macht Adler eins. Es ist mir dann glücklicherweise gelungen, dass die Mannschaft sich dann über die 90 Minuten noch belohnen konnte. Und ich denke, dass wir mit Sicherheit, wie ich vorher gesagt habe, uns auch zu Recht belohnt haben. Dankeschön. Danke, Alois Schwarz. So, Fragerunde ist eröffnet. Einfach die Hand heben. Der Jochen bringt das Mikrofon. Der Herr Brück von der Rheinecker-Zeitung. Herr Schwarz, hat sich die Systemumstellung von einer auf 2 Spitzen bewährt heute? Ja, wir haben mehr Möglichkeiten rausgespielt. Wenn ich das letzte Heimspiel denke gegen Kaiserslautern, waren es wenig. Da haben wir einen dreckigen 1-0-Sieg gelandet. Heute, denke ich, war er ja verdient. Und das Gute war an der Mannschaft, dass es eine Mannschaft ist, das habe ich schon in Wiedenbrück gesagt, dass sie sich immer wieder zurückfightet, wenn man einen Elfmeter verschießt, dass der Gegner ist zu zehn. Wir versuchen dann über Blum nochmal Druck zu machen. Und dann eben die Einwechslung Adler, der das Tor macht und was zurzeit eben ganz gut läuft, ist jetzt mal symbolisch insgesamt gesehen. Wir haben 10 Minuten vor Schluss die Information bekommen, Achenbachs Frau ist im Krankenhaus, die Wehen haben angefangen. Und auch da ist die Frau sehr sympathisch, sie hat gewartet.
Achenbach macht noch die Flanke und wir machen das entscheidende Tor. Schöne Geschichte. Herr Neuruhr, ich erinnere mich an das letzte Spiel hier in Sandhausen im April. Da haben Sie gesagt, Sie erinnern sich an kaum ein Spiel des VfL Bochum, wo es auswärts so viele Chancen gab. Und was hat sich denn da gegenüber dem letzten Spiel geändert? Also nur beim VfL Bochum, dass die Mannschaft schwächer war als damals oder auch beim SV Sandhausen? Es ist eine andere Mannschaft jetzt. Ich kann ja nur Bezug nehmen auf das, was ich heute erlebt habe. Was wir heute gesehen haben, da war Sandhausen eine Klasse stärker als in der letzten Saison und wir waren eine Klasse schlechter als in der letzten Saison. Wobei die Mannschaft selber durchaus, Sandhausen hat genauso wie der VfL Bochum viele, viele Spiele abgeben müssen, fast den kompletten Kader und Großkerne des Kaders ausgewechselt. Und auf das heutige Spiel bezogen hat man da eigenartige Spiegelbilder gesehen. Aber insgesamt, losgelöst von den Punkten, die wir nicht haben, sage ich, dass die spielerisch-sportliche Entwicklung bei uns beim VfL Bochum ordentlich ist. Und zur Entwicklung anderer Vereine steht mir nicht zu, irgendwas zu sagen. Ja, fast gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass auf der halbrechten Position von uns aus gesehen irgendein Getümmel im 5-Meter-Raum war oder im 16-Meter-Raum war, konnte zumindest perspektivisch nicht genau. Würzburg Radio präsentiert. IR Sport Radio. IR Radio for you. Ihr Firmen-, Vereins-, Gemeinde-, Künstler- und Bürgerradio.